Als frischgebackener Yo-Kai-Watch-Träger wurden Akinoni und seine beiden Freunde Junior und Uribo vor ihre wohl größte Herausforderung gestellt. Sie mussten bestehen in einem Duell gegen die sagenumwobene Fabelgestalt, der vierbeinige Kirin. Und es gelang tatsächlich. Wir haben den Sieg eingeholt und müssen jetzt tatsächlich der nächsten Herausforderung direkt in die Augen blicken, denn hier auf dem Zwillingsschwerterberg geht immer noch ordentlich die Post ab. Auf dem gegenüberliegenden Gipfel tobt der Kampf und wir müssen nun dazustoßen. Und zwar hier und jetzt in Folge 21 von Yo-Kai Watch Ho! Boku tachi wa onaji sora wo miageteru. Wir wollen weitermachen, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Es ist schön, dass ihr eingeschaltet habt und hoffentlich bereit seid. Ich bin mental einigermaßen bereit, muss allerdings eingestehen, der Kirin, der dort vorne steht, hat uns das letzte Mal ordentlich ausbluten lassen. Ich habe allerlei Gegenstände verbraucht und stehe nun ja halbnackt da. Allerdings werden wir trotzdem alles geben. Wir werden Hauer reinsetzen und den Sieg einholen, um das nächste mysteriöse, magische Yokai-Schwert zu erhalten. Dafür sind wir auch gekommen und jetzt reden wir deshalb auch mal mit dem guten Kirin. Denn unsere Mission ist es, auf dem Kirin reitend zum östlichen Berg zu reichen. Ja gut, dann spreche ich mal an. Und er sagt nun, habt ihr die Vorbereitung getroffen? Seid ihr bereit, euch Suzaku zu stellen? Dazu muss man sagen, Suzaku ist übersetzt sozusagen der lodrig brennende Feuerphönix. Ist eins der vier legendären Kreaturen, schon seinerzeit in der alten chinesischen Mythologie. Und symbolisiert halt das Feuer und den Süden. Ist mit dem Süden der Himmelsrichtung verbunden. Mal gucken, ob wir nun bestehen können. Vorbereitet sind wir, ja, sagen wir mal. Also dann werde ich dir natürlich auch meine Kraft leihen. Sehr gut, das ist schön, danke. Sate, nun also. Du scheinst die Vorbereitung getroffen zu haben, Akinori. Bevor du mich beschwörst, muss ich dir allerdings eine Sache sagen. Denn die Fabelwesen, die mysteriösen, legendären Tiere, wie ich eins darstelle, benötigen viel mehr Energie. Viel, viel, viel mehr Energie als die normalen Yokai, wenn du sie beschwörst. Deshalb, wenn du meine Kraft leihen solltest, musst du mich deine eigene Energie absorbieren lassen. Oh, der will uns ausnuckeln, oder was? Was ist denn jetzt los? Oh, wenn ich dann deine wahnsinnige Kraft nutzen kann, dann, ja, dann benutz mich mal hier, dann raub mir mal meine Energie, du. Ja, ich weiß ja nicht, ob das so gut ist, ne? Ah, ich merke schon, du bist eingestellt darauf. Ah, alles klar. Also dann gebe ich dir meine Kraft. Oh, die Kirin-Disk haben wir erhalten. Wahnsinn. Ja, vom mysteriösen Superfabelwesen Kirin. Das können wir euch beschwören. Ach, dann kann ja nichts mehr passieren, hoffentlich. Und meine Kraft ist eine Regenerationskraft. Oh, ja. Wenn du also Probleme hast gegen die Schwertkünste des großen Suzaku, dann solltest du dich von mir heilen lassen. Dann heile ich dich. Also dann, Nakidori. Nun darfst du mich beschwören, damit wir zu Suzaku reisen. Ja, verstanden. Oh Gott, ich hab Angst. Kirin-Disk. Und jetzt, Yo-Kai Watch, Animus. Ich beschwöre dich, Fabelwesen Kirin. Heldenhaft ein Schrei von Akinori. Und der klingt sogar noch durch die Ladezeit hindurch. Und Kurando stöhnt. In der Tat tut er das. Da haben wir Suzaku. Ach du meine Güte, Wahnsinn. Und Natsume sagt, wow, der Schwertdämon Suzaku, dass der so stark ist. Aber Toma meint, wir können hier jetzt nicht besiegt werden. Wir können nicht verlieren. Akinori wartet auf uns. Und eine unbekannte Stimme sagt, bis dahin und nicht weiter, Suzaku. あれは?
Nakama no pinchi ni sassou toujou. Yōkai tantei dan danchou Kenzan. Hehe. Welch mutiger Auftritt. Und Akinori wirkt so verändert. Da habt ihr euch ja ziemlich erschrocken, nicht wahr? Ich bin's, Akinori. Akinori? Bist du wirklich Akinori? Was ist denn mit deiner Gestalt passiert? Wie siehst du denn aus? Nun, die Details erzähle ich später. Den Rest überlass dir bitte mir. Und nun spricht Zusak. Dass ein Mensch ein mysteriöses Fabelwesen steuert und kontrolliert. Du scheinst ein wenig anders zu sein als die anderen Herausforderer. Mein Name ist Arihoshi Akinori und ich bin der Chef des Yokai-Detektivclubs. Also dann, Zusak. Komm schon her! Jetzt beginnt der wahre Kampf. Also gut. Zeig mir deine Kraft. Jetzt geht es also los. Ich bin gespannt, ob wir uns behaupten können. Wir werden sehen. Andernfalls müssen wir uns hier wohl noch etwas anders aufstellen. Aber ich schaue mal. Warte, du Start. Los geht's. Erstmal müssen wir gucken, wie er überhaupt angreift. Okay. Große Reichweite. Da kommt man kaum weg. Wo ist er hin? Dort hinten. Er teleportiert sich. Da müssen wir ausweichen auf alle Fälle. Kann Akinori denn vielleicht ein bisschen mächtiger nun zuhauen? Das wäre auch ganz schön. Wir rauben ihm erstmal ein bisschen Kraft. Okay, komm, Akinori. Komm, oh! Bin geschwächt, aber... Ja, weg hier! Komm schon. Jetzt. Wir gehen ein bisschen auf Distanz. Natürlich müssen wir ausweichen, aber. Dort erschien er. Da kann man gut ausweichen. Von hier dürfte ich ihn eigentlich auch noch besser aussaugen können hier. Und dann ziehe ich ihm wenigstens was ab. Ach komm, Akinori. Sobald ich stark schwäche, muss ich den Kirin beschwören. Na, ich habe ihn zumindest zur Hälfte ausradiert. Jetzt ist die Chance. Komm! Wir haben ihn ausgesaugt. Jetzt müssen wir alles daran setzen, ihn zu schwächen und zu verletzen. Aber ist cool, dass wir so dann auch stärkeren Schaden machen können. Bitte weg. Oh, verdammt. Oh. Puh. Ich werde gleich den Kirin fragen, ob er mir mal hilft. Und dabei noch weiter aussaugen. Okay, es ist soweit. Kirin? Jawohl. Perfekt. Vielen Dank, mein Freund. Oh, ausweichen, nicht vergessen. Und jetzt weg. Weg.
Jawohl. Sehr verlässlich auf jeden Fall, die Kraft. Und wieder weg. Oh, da müssen wir natürlich ausweichen, sonst wird's ganz bitter. Was kommt jetzt? Starke Reichweite. Da dürfen wir nicht direkt reingeraten. Wenn der uns wegkombot, ist die Geschichte ganz schnell zu Ende. Okay. So, wir müssen auf jeden Fall gleich noch heilen. Sollten wir vielleicht jetzt schon mal machen. Und die Frage ist, womit? Sandwich, ne? Sehr gut. Ah, lass mich mal hier in Ruhe. Jetzt weg, 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 weg. Oh, ich bin gerade total fertig hier. Puh. Da kommt man kaum weg von. Und ich bin erledigt, bin müde. Und jetzt brauche ich dringend wieder was zum Regenerieren. Denn die Kraft des Kirin ist noch nicht so weit. Oh, verdammt. Daneben. Komm schon. Kirin, lass mich nicht im Stich. Er raubt mir meine Stamina. Offenbar. Komm schon. Wo will er erscheinen? Da vorne. Los, weg. Immer schön auf Distanz halten. Gleich haben wir ihn. Oh, Mist. Kurz heilen. Denn Kirin braucht noch ein wenig. Komm schon! Da war ich einfach gerade zu kaputt. Schon. Ja, komm! Sei doch nicht so kaputt! Akinoni, du schwächelst. Nicht auf den letzten Metern jetzt hier noch verlieren. Zwar abgeschlankt sind wir, aber trotzdem ausdauertechnisch müssen wir noch einiges tun. Oh, komm schon. Jetzt ist es soweit. Kirin, los! Perfekt. Aber noch ist es nicht zu Ende. Susak will uns fertig machen, aber wir regenerieren uns noch. Sehr gut. Wo ist er? Jawohl! Einmal durchgeprescht und damit ist Susaku besiegt! Unser Sieg wird hier gerade einkassiert. Perfekt. Das lief besser als erwartet. Und dafür gibt es erstmal ein paar saftige Levelanstiege. Und 308 Yen. Wundervoll. Und eine mittlere Erfahrungskugel noch obendrein. Hervorragend, Akinori. Das war ein wirklich fabelhafter und kraftvoller Kampf. Dir ist es gelungen, ganz alleine dich der Prüfung des Zwillingsschwerterbergs zu widmen und sie auch noch zu überstehen, zu schaffen, zu gewinnen. Nein, das war nicht nur mein Kampf alleine. Das war vor allem auch Junior, der mich angetrieben hat, der mich angefeuert hat. Ne? Und natürlich auch der kleine Udipo, der mich bewahrt hat bei der Prüfung und da aufgepasst hat. Und natürlich auch Kirin. Und natürlich alle, die mit mir diese Prüfung übernommen haben und an mich geglaubt haben, dass ich es schaffen würde.
Das war unser aller Kampf gewesen. Und dieser Sieg gebührt dem gesamten Yokai-Detektiv-Club. Ich verstehe. Diese Stärke und das Vertrauen in deine Kameraden, der Glaube an sie. Du bist wirklich ein sehr starker Mensch. Sehr gut. Also ihr vom Yokai-Detektiv-Club. Und ich erkenne euch an als Träger einer neuen Kraft. Von daher, hier dürft ihr die neuen Nutzer der Kraft sein, die meine war. Und somit wird das Siegel geöffnet. Hier gebe ich euch das Suzaku Sotensan, die heiligen Schwerter von Suzaku. Und nun spricht Toma. Das ist also das Yokai-Schwert Suzaku Sotensan. Und wir haben es gekriegt, hier erst in kleiner Form. Und damit können wir eine Verwandlungsbeschwörung von Suzaku unterführt nehmen. Und nun verdient ihr, die ein solches starkes Herz bewiesen haben, auch eine starke Kraft. Und die Suzaku-Disk. So können wir auch Suzaku immer beschwören. Damit könnt ihr mich hervorrufen, wenn ihr denn wollt. Vielen Dank, Suzaku. Hi. Vielen herzlichen Dank, sagt Toma. Und wir werden deine Kraft natürlich sehr weise und für gerecht, den gerechten Sinn letztendlich richtig benutzen. Das mag ich, das gefällt mir. Ja, guten Blick habt ihr drauf. Und ich vertraue euch, dass ihr das tun werdet. Jawohl, sagt Natsume. Also dann, wollen wir zurückkehren in die normale Welt? Offenbar ja. Hochmotiviert. Haben wir uns wieder mit Kurando und den anderen vereint? Und stehen nun hier auf dem Berg nach dem Kampf gegen Suzaku. Gibt es hier noch irgendwas zu entdecken? Ich will jetzt einfach noch den Blick hier umher schwelgen lassen. So, Dele. Gucken wir nochmal hier vorne. Aber ich glaube, wirklich viel finden tun wir hier nicht, ne? Ich gehe mal so weit, dass ich einfach nochmal alles scanne. Aber nein, dann geht es mit der Story weiter, ihr lieben Leute. Aber ihr wisst natürlich, dieser Kampf muss erstmal verdaut werden. Beim nächsten Mal wollen wir uns dann tatsächlich von hier wieder absetzen und schauen, wohin es uns denn führen mag. Zwar kurz, aber fein und knapp, aber hoffentlich einigermaßen akzeptabel gewesen. Ihr könnt jetzt nochmal eine Kommentarzeile kleistern, wie ihr den Kampf gegen Suzaku fandet. Und ja, ob ihr den vielleicht schwer... Fandet ihr den schwerer als Kiddy? Da haben wir ein bisschen mehr geschwitzt, ne? Obgleich ich da vielleicht mich nicht so gut angestellt habe. Mal schauen. Und ein Like hinterlasst und falls ihr noch nicht abonniert haben solltet, abonniert doch bitte und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann geht's das nächste Mal weiter hier bei Yokai Watch 4. Bis dahin, gabt euch wohl und auf Wiedersehen.